Ein eiskalter Wind wehte durch die düsteren Gänge von Burg Nickwitz. Bowser, Peach und sogar Luigi waren weg, Mario war nun allein. Es lag jetzt an ihm, der Prophezeiung zu trotzen, alle Welten zu retten. Was würde unseren Helden erwarten? Mario näherte sich der Erfüllung seines Schicksals. Kapitel 8.4 Tippi und Graf Knickwitz. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Das erinnert mich an unser erstes Treffen. Es tut mir so leid, Mario. Ich habe dir versprochen, bei der Suche nach deinen Freunden zu helfen. Und jetzt sind sie alle für immer fort. Mama. Was? Du spürst, dass sie in Ordnung sind? Yeah. Vielleicht hast du recht und sie haben es irgendwie geschafft. Sie sind Helden. Ich werde an sie glauben. Und am meisten werde ich an ihn glauben. Burg Knickwitz Gemächer. Willkommen wieder zurück, Leute. Der letzte Level, der absolut letzte Level im allerletzten Kapitel des Spiels. Und wenn wir den geschafft haben, stehen wir endlich Graf Knickwitz gegenüber. Jetzt sind wir komplett allein. Zuletzt hat sich auch noch Luigi geopfert. Oder besser gesagt, er wurde mal wieder von Dimenzio in eine Falle gelockt. Und er hat versucht, sich irgendwie mit ihm auch irgendwie verschwinden zu lassen. Whatever. Auf jeden Fall sind wir nur noch mehr mit Mario unterwegs. Und ihr Scheißviecher werdet mich nicht daran hindern, hier meinen Weg zu gehen. Das kommt überhaupt nicht in Frage, ne? Seht ihr, hier ist alles dunkel. Können wir nicht mehr drauf zugreifen. Ah, ist Vergiftung. Fies. Ah, Moment. Yay, Trockenpilz. Der hält zwar jetzt nur 1 KP. Aber auch gleichzeitig die Vergiftung. So, der Eissauch ist eigentlich unnötig. Was soll ich damit? Ist eigentlich lächerlich. Diese blöden Faulpaukies. So, der Pilz. Kann sich auch so ein bisschen heilen. Und noch ein Pilz. Und schon sind die KP wieder voll, bis wir halt wieder getroffen werden. Zum Beispiel jetzt. Arschloch. Arschloch und Asshole. So, die sind eigentlich nur... sind eher lästig als gefährlich. Oh, na toll, schon wieder Gelbspenst. Los, komm, zeig dich. Zack, ich glaube, damit die wirklich auftauchen, muss man mal eine Weile lang still stehen bleiben. So, ich glaube, das waren eh nur die zwei. Und hier brauchen wir Tippi. Eine versteckte Tür. Augenblick, ich mache es sichtbar. Haben wir schon lange nicht mehr gebraucht, diese Fähigkeit, oder? So, oh ja, genau, stimmt ja. Jetzt müssen wir hier unsere Sprungkünste unter Beweis stellen. Die Plattformen gehen hier ständig rauf und runter und rauf und runter. Aber in 2D ist es hier, glaube ich, einfacher voranzukommen als in 3D. So, man sollte immer warten, bis man hier wieder richtig springen kann. So, ich glaube hier... ja, hier muss ich aber in 3D um die Plattform herum. Geht nämlich nicht anders. Die Musik ist hier voll cool, habe ich hier schon mal gesagt. Die passt einfach, die hat so ein bisschen was... leicht Dramatisches und Mysteriöses an sich. Der Zeichenstil der Welt, der gefällt mir. Der ist zwar jetzt nicht so schön bunt wie in den anderen Welten, aber das hatten wir schon zu Genüge. Das ist jetzt einfach mal was anderes. Und ich finde, das macht diese Welt hier auch so besonders. Also, Burg Knickwitz eben. So, geschafft. So, hier gehen die Plattformen, glaube ich, jetzt ständig hoch und runter. Muss man aufpassen, dass wir nicht abstürzen. So, keine Sorge, die kommen wieder. Genau. So. Wie so ein Paternoster, hm? Wie man so schön sagt. Und hier, ich glaube hier, das war auch ganz fies. 3D. Hier ist eine Röhre. Wie kommt man denn auf sowas? Okay, ich glaube, hier müsste ich nämlich einen Schlüssel bekommen können.
Ah ja, genau. Zippy brauche ich hier. Und Kinzig Winzig. Und ich hatte recht, ein Knickwitz-Schlüssel und wieder zurück. Alles klar. Wenn man das nicht weiß, dass hier hinter eine Röhre versteckt ist, dann springt man unnötig weiter und dann sieht man, oh, das ist eine verschlossene Tür, was soll ich jetzt machen, ne? Plattform, ja, wollte schon sagen. Ja, muss immer ein bisschen warten, bis die kommen. So, ich glaube hier, ja, da ist auch schon die Tür, super. Und weiter geht's. So, was war jetzt hier? Ah, Mega-Mammus. 200 KP. Und ein bisschen sehr lästig. Aber ihr seht, ich mache denen 120 Schaden mit einem Knüppelschlag. Das heißt, ich muss jetzt nur mehr zweimal treffen und die sind down. So, am besten schön von hinten angreifen. Weil die geben immer noch 2000 Punkte, nicht schlecht. So, 2.100.000 fürs nächste Level ab. Na, vielleicht, aber nur vielleicht, geht sich das eventuell sogar noch... Oh, hier ist sogar noch eins in 3D. So, gebt mir all eure Punkte. Das ist das erste Mal, dass man die hier eigentlich während der Hauptstory trifft. Diese Mega-Mammus. Die gab es sonst nur in der Flipstadt-Grube. Noch eins. Also hier kann man richtig schön Punkte machen. Ah, oh, fies, nein! Wollte ich eingeschliffert werden. Du scheiß verdammte Missgeburt! Ah, blöde Pupswolke. Blödes Bäckchen und stirb. Ja, ich habe zum Glück schon alle Karten von denen. Ah, da ist noch eins. Oh, ist noch eins in 3D. Noch eins. Alter! Das muss man ausnutzen, wenn man hier so viele Punkte von denen bekommt. Lol. Geil. Eine Fleischkeule. Gutes Stück Fleisch, das den Angriff temporär verdoppelt. Das braucht man ein einziges Mal zum Kochen, und zwar für einen Spießbraten. Aber ich habe schon längst alle Rezepte. Ist mir also ehrlich gesagt egal. So. Oh, stimmt ja. Leute, wir sind jetzt schon fast... Aua. Schon fast am Ziel, wenn man so will. Weil hier kommt jetzt nochmal ein mega fieses letztes Rätsel, wenn man so will. Es folgt jetzt hier nämlich eine Arschloch, eine verdammt lange Reihe an parallel verlaufenden Gängen. Wo man immer mal wieder zwischen 2D und 3D wechseln muss. Also ich kann hier überall bei diesen Bögen kann ich durchgehen in 3D. Und das muss ich auch. Allerdings sieht hier alles ziemlich gleich aus. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo können wir wirklich durchgehen. Hier können wir durch. Boah, das war jetzt nochmal richtig super duper fies kompliziert. Wir waren das nochmal. Also hier. Ah, hier sind zum Beispiel die Viecher. Ich bin ja wenigstens froh, dass ich unendlich lange in 3D bleiben kann. Das ist hier schon sehr praktisch. Wenn man es nicht hat, ja, dann muss man das immer wieder zurückswitchen. Ich habe gesagt, dass sich das total lohnt, wenn man hier schon das vorher gemacht hat. Diese beiden Gruben. Muss man, wie gesagt, nicht. Ist ja optional. So, ich glaube, hier sind wir eh schon richtig. Weiter. So. Allerdings war es das noch nicht. Das gibt das gleiche jetzt hier nochmal. So, hier ist es jetzt schon ein bisschen verschoben. So, Moment, was haben wir hier? Hinterher findet man hier auch Items, wie zum Beispiel einen Super Pilzmix. Yeah, dann kann die Fleischkeule weg. Brauche ich nicht. Ah, natürlich jetzt auch noch rosa Fuzzies.
Wenigstens können die alle nicht in 3D wechseln. So. Weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt... Ne, hier bin ich schon mal falsch, wie man sieht. Das war hier nochmal richtig blöd. War richtig verwirrend, um hier die Tür zu finden. Du vergiftest mich sicher nicht. Du auch nicht. Irgendwie die alle müssen einen Trockenpilz droppen. Oder ein Giftpilz. Richtig creepy, Mann, ist das übel. Und hier ist die Tür. Na bitte, wieder mal. Ein Abschnitt geschafft. So, und ich glaube, hier jetzt noch ein letztes Mal. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Hier. Ich glaube, hier war sogar falsch. Ich kenne den Weg jetzt nicht mehr so hundertprozentig genau. Ah, hier haben wir noch was. Yeah, sogar noch einen Ultra-Pilz-Mix. Da schmeißen wir doch den Donnerzorn weg. Auf den pfeifen wir doch. Super. Gut, dass ich den jetzt noch gefunden habe. Richtig geil. Aber wie gesagt, die setze ich nicht ein. Die hebe ich mir zum Kochen auf. So, hoffentlich bin ich jetzt hier richtig. So, die können mich alle mal... Ne, ich glaube, fürs Level-Up geht es sich jetzt leider doch nicht mehr aus, aber... Ist ja egal, bitte, wir sind eh schon so stark, wir werden auch den Endkampf eigentlich relativ rasch gewinnen können, denke ich mal. Und, Leute, ich glaube, jetzt sind wir schon kurz vor dem Ziel. Genau, seht mal, hier bekomme ich nämlich noch einen Ultrapilz. Yeah, vollständig geheilt. Hier ist noch ein Speicherblock. Und jetzt, Leute, es ist noch so viel Zeit für den Part übrig. Das Finale der Hauptstory von Super Paper Mario möge endlich beginnen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ich glaube auch nicht, dass ich hier wirklich was Wichtiges verpasst hätte. Also, macht euch bereit für das Finale gegen Graf Knickwitz. Auf das wir alle Welten retten mögen. Ich spüre etwas sehr, sehr Mächtiges. Ist das das dunkle Herz? Willkommen! Also bist du wirklich der Held des lichten Prognostikon? Graf Knickwitz. Aber es ist zu spät, das dunkle Prognostikon oder Graf Knickwitz aufzuhalten. Bald werden alle Welten ihr Ende finden. Ihr könnt nichts dagegen tun. Macht es euch gemütlich und genießt den Anblick, bevor der Vorhang endgültig fällt. Aber warum? Willst du wirklich alles zerstören? Warum? Wie kannst du so etwas tun? Graf Knickwitz sind diese Welten gleich. Sie sind alle bedeutungslos für ihn. Besser, ich zerstöre sie. Oder noch besser, ich lösche sie rechtlos aus. Wenn sie bedeutungslos sind, war unser Treffen dann auch ohne Bedeutung? Antworte mir, Premier! Du kennst die Antwort, meine liebe Timpani. Graf Knickwitz muss es dir nicht sagen. Aber es ist nun viel zu spät. Das solltest du inzwischen wissen. Premier, mein Liebster. Oder eher Graf Knickwitz. Wir können dies nur beenden, indem wir dich besiegen. Deswegen sind Mara und ich hierher gekommen, um dich aufzuhalten. Hehehe, knicke die Knack. Nun gut, aber auch ich muss tun, was ich tun muss. Graf Knickwitz ist der Zerstörer von Welten, so sagt es das dunkle Prognostikon. Denke ja nicht, dass ich auch nur kurz zögern werde, dich niederzustrecken. Nun endet es! Premier, mein Premier. Geh, Nastasia, ich werde mich allein um die beiden kümmern. Aber... Graf Knickwitz verlangt es. Ich werde mich nicht wiederholen. Okay, sofort, Graf.
Bist du bereit, Held? Unser Duell soll des letzten Kampfes, den diese Welt zu sehen bekommt, würdig sein! Na Gott, Leute, es beginnt. Der Kampf gegen Graf Knickwitz. Und der Typ hat auch einige krasse Tricks auf Lager. Ich meine, er ist immerhin auch so eine Art von Magier, wenn man so will. Alter, der greift hier mit Dunkelheit an. So, komm her! Was? Was ist das? Wie lächerlich ist das alles? Ich werde dir wahre Macht zeigen! Unsere Angriffe haben überhaupt keine Wirkung! Das dunkle Herz schützt ihn! Na super, der hat einen Schutzschild! Voll fies! Wegen dem dunklen Herzen können wir ihn gar nicht angreifen! Was sollen wir machen? Ihr könnt Graf Knickwitz nicht einmal am Umhang ziehen, ihr habt versagt. Mario, deine Angriffe sind wirkungslos. Knickedi-knack, vom Helden der Prophezeiung hatte ich mehr erwartet. Ich werde zusehen, wie dein Spiel endet und bald darauf wird die ganze Welt enden. Ist das das Ende? Oh bitte, du gibst schon auf? Jetzt reiß dich zusammen, bei mir gibst du nie so leicht auf! Knickedi-knack, ihr seid also noch da! Wir würden euch niemals alles einfach zerstören lassen, Graf! Genau, Prinzessin, wir lassen das nicht zu! Wir geben niemals auf, du wirst niemals siegen! Ihr seid alle hier, aber wie zum... Ich bin durch den Boden gebrochen, bevor die Decke endgültig runterkam! Ich bin auch gefallen und auf Borsa gelandet, aber überraschend weich. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Prinzessin hat mich bewusstlos aufgefunden. Aber jetzt sind wir alle hier, also los! Du hast es gehört! Jetzt kriegst du es mit uns allen zu tun! Knickedi-knack. Wenn die vier Helden vereint sind, es ist so wie in der Prophezeiung. Was soll das? Was geschieht mit Graf Knickwitz? Die reinen Herzen! Knickedi, was? Mein Schild ist weg? Vier Helden erstrahlen, vertreiben mit ihrem Licht alle Qualen. Genau wie Melee gesagt hat. So sei es, sagt Graf Knickwitz. Freut euch nicht zu früh. Solange mein Spiel läuft, sind eure Welten nicht sicher. Lasst es uns nun zu Ende bringen. Jetzt beginnt der wahre Kampf mit Graf Knickwitz. Tja, das ist auch noch eine richtig geile Überraschung. Bowser, Peach und Luigi sind doch nicht tot. Sie haben es also doch geschafft. Und jetzt können wir Graf Knickwitz auch endlich angreifen. Boah, ich mach dem Typen 30 Schaden, wenn ich auf ihn drauf springe, aber ich muss aufpassen hier, bei so einem schwarzen Loch einfach weglaufen. 3D nützt da glaube ich auch nichts, man muss einfach nur in die entgegengesetzte Richtung drücken. So, der kann aber noch was ganz anderes, der kann uns sogar irgendwie verlangsamen, kann ich mich noch erinnern. Ja, und der kann halt auch zwischen 2D und 3D wechseln, das haben wir schon das ganze Spiel über gesehen, dass der das kann. Boah, er hat mich sogar gerade erwischt, der hat hier so einen komischen... So ein Zauber gesprochen, jetzt sind wir Slow Motion, als hätten wir quasi eine Bremsblume erwischt. Das hält leider, ja, eine Weile lang an. Ich glaube, damit können wir nicht mal, ich weiß nicht, Piccolo, hilft uns das was, wenn wir Piccolo benutzen? Das ist ja eigentlich kein richtiger Effekt. Nee, hilft natürlich nichts. Das ist jetzt nicht so wie so ein Effekt, wenn wir so eine Miseria irgendwie berühren oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, welches Pixel hier am wirkungsvollsten ist. Theoretisch auch Surfer könnte man nützen oder... Wurfwitz können wir eigentlich auch nicht. Ich nehme doch lieber bei der Knüppel. Vielleicht kann ich ihn mal reinhauen. Boah, da ist er. Zack! Ah, fies. Er ist einfach zu schnell. Knick!
Ausgezeichnet. Graf? Ihr habt gewonnen. Beende das Spiel von Graf Knickwitz. Ohne mich verschwindet das dunkle Herz. Die Prophezeiung erfüllt sich nicht. Warum muss es so enden? Timpani, nachdem du verschwunden bist, habe ich lange nach dir gesucht. Ich habe nie aufgegeben. Ich suchte und suchte. Aber vergeblich. Ohne dich war die Welt ohne Sinn und Freude. Also nahm ich die verbotene Prophezeiung des Stammes der Ältesten. Ich wollte alles zerstören, was dich mir weggenommen hatte. Aber ich bin hier. Niemand kann uns mehr trennen. Verstehst du das nicht? Es ist zu spät. Knickwitz hat so viel Böses getan. Es muss enden. Zu wissen, dass du noch lebst, zu wissen, dass deine Welt weiter existiert, gibt mir Frieden. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Du musst mein Spiel beenden, bevor die Lehre... Aber jetzt sind wir endlich wieder zusammen. Vorsicht, Graf! Nastasia! Doofe Assistentin, du wirst dich vor den Grafen, um ihn zu schützen? Wie dramatisch! Ich wollte ihm den Frieden geben, den er so sehr möchte. Dimensio? Du? Natürlich, dies ist mein großer Moment. Auch ohne den Grafen kann das dunkle Herz bestehen, wenn ich es kontrolliere. Aber ich brauchte die reinen Herzen, um ihn zu besiegen. Für mich allein wäre das unmöglich gewesen. Also habe ich euch die ganze Arbeit machen lassen. Und ihr habt Graf Knickwitz mit Hilfe der reinen Herzen besiegt. Ich sollte euch einen Fresskopf mit Dankeskarte schicken. Was soll das heißen? Das heißt, dass ihr keinen Wert mehr für mich habt, also beende ich euer Spiel. Sie gehören dir, Meister L. Warum wähle ich mit den Armen? Oh, das ist nicht gut. Ich bin Meister L. Was befiehlt ihr, Dimensio, mein Gebieter? Wie konnte das passieren? Bevor ich Luigi herschickte, pflanzte ich einen Samen in sein Unterbewusstsein. Und dieser Samen blüht jetzt. Meister L, mach dich bereit für deinen großen Auftritt! Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt gleich die größte Vorstellung aller Zeiten! Prognostikon zufolge ist er der ideale Wirt für das dunkle Herz. Und jetzt füge ich zu dieser Mischung meine eigene Magie hinzu. Nein, stopp! Graf Knickwitz, so erledigt wie ihr aussieht, hätte ich euch fast vergessen. Ich werde euch später zerquetschen, wartet einfach in dieser Dimension dort, ja? Jetzt gehört das dunkle Herz mir. Damit werde ich alle Welten zerstören und perfekte neue erschaffen. Sollen wir beginnen? Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt werde ich König aller Welten. Alter Leute, was soll das jetzt passiert? Dimensio, dieser Mistkerl, der hat die ganze Zeit alles geplant. Und das hier ist jetzt Super Dimensio. Tippi ist jetzt auch nicht mehr da und der Graf und holy shit. Das ist echt übel. Also das ist nämlich in Wirklichkeit der wahre Endboss. Und ihr seht schon, ihm können wir auch keinen Schaden machen. Das ist so übel. Vor allem die Plattform, die grinsen jetzt so fies und bewegen sich. Das ist voll die fiese Überraschung. Das ist nochmal ein richtig krasser Plot-Twist. Ich bin unverwundbar, du hast keine Chance. Und so soll die Zerstörung beginnen. Am besten mit dir, hilflos wie eine Schildkröte auf dem Rücken. L macht... Die Welten erzittern.
Ist das Ende gekommen? Wie bedauerlich. So, Leute, es ist diesmal ein bisschen anders als bei meinem ersten Let's Play damals. Da konnte ich, glaube ich, das gesamte Finale in einen Part unterbringen, aber der ist dann damals, glaube ich, auch sehr, sehr lang gewesen. Und deswegen, so leid es mir tut, gibt es jetzt hier einen vielleicht etwas fiesen Cliffhanger. Aber der Part ist einfach, der wird sonst zu lang, wenn ich jetzt noch den ganzen Kampf gegen Super Dementio mit reinnehme. Dann wird das Video einfach viel zu lang und das möchte ich einfach nicht. Und deswegen werde ich jetzt genau hier an dieser Stelle, auch wenn ich jetzt noch nicht speichern kann, werde ich hier einfach Schluss machen. Die Aufnahme beginnt sofort genau an der Stelle wieder im nächsten Part. Da sehen wir uns dann wieder. Und da haben wir dann quasi noch das zweite Finale, wenn man so will. Das richtige, echte, wahre Finale gegen Super Dementio. Und was jetzt mit Tippi, dem vermuteten Graf Knickwitz und Nastasi hier geschehen wird, das alles sehen wir dann im nächsten, auch sehr, sehr spannenden Part von Super Paper Mario. Also, es tut mir jetzt leid, dass das so plötzlich hier ein bisschen abgebrochen wird. Also jetzt nicht abgebrochen, sondern einfach unterbrochen, besser gesagt. Es wird unterbrochen. Aber im nächsten Part geht es ja sowieso wieder weiter. Jetzt werdet ihr also nichts verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Super Paper Mario zum Grande Finale Teil 2. Ciao!